In unserem Studio in Paris begrüße ich jetzt den Finanzwissenschaftler Markus Kerber, Professor für Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der TU Berlin. Guten Abend, Herr Kerber. Guten Abend. Herr Kerber, nach jüngsten Meldungen könnten sich die nötigen Finanzhilfen für Griechenland auf 135 Milliarden Euro oder gar noch mehr belaufen. Müssen die Europäer jetzt nicht schleunigst die Schatulle öffnen und die Milliarden nach Athen transferieren? Ich glaube, das Gegenteil ist notwendig, notwendiger als jemals zuvor. Die Tatsache, dass der Internationale Währungsfonds und die zuständigen Instanzen der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Herr Trichet und die Europäische Kommission, sich in dem Finanzbedarf geirrt haben, zeigt, dass überhaupt gar keine verlässlichen Daten vorhanden sind, die es erlauben, verlässlich zu evaluieren, wie groß der Finanzbedarf Griechenlands denn in den nächsten Jahren sein wird. Die Situation ist absurd. Im Bundestag wird ein Gesetz vorbereitet, das die KfW ermächtigen soll, einen Kredit von ungefähr 8,5 Millionen, also entsprechend dem deutschen Anteil, auszureichen mit einer entsprechenden Milliarden, mit entsprechender Garantie des Bundes. Und im gleichen Moment stellt man fest, dass das griechische Loch noch sehr viel größer ist. Wenn gezahlt wird, wird der Anpassungsdruck Griechenlands weggenommen und wir bekommen eine Situation, die überhaupt nicht mehr regierbar ist und überhaupt überschaubar ist. Nicht einmal die griechische Regierung, so scheint mir, hat Überblick gegenwärtig über die Situation im Land. Herr Kerber, das würde heißen, Sie würden einen Staatsbankrott klipp und klar befürworten. Der Staatsbankrott ist bereits vorhanden, er ist nur noch nicht erklärt. Griechenland ist virtuell zahlungsunfähig. Es kann nicht mehr zu tragbaren Konditionen, außer für 13-14%, langfristig Geld bekommen. Die Kapitalmärkte stehen kurz vor der Weigerung, Griechenland Geld zu geben. Und nur die törichten Schwätzereien von Politikern, die von Ökonomie wenig Ahnung haben, haben dazu geführt, die vorübergehende Kreditwürdigkeit Griechenlands noch sozusagen zu verlängern. Ohne diese Zusagen oder diese Teilzusagen, ohne den Mechanismus, wäre Griechenland schon längst auch in einer faktischen Default-Situation. Herr Kerber, Gegner einer Staatsbankrottlösung, nennen wir es mal so, sagen ja, dass in solch einem Fall vor allem die französischen und deutschen Banken auf ihren milliardenschweren Forderungen sitzen bleiben. Was sagen Sie dazu? Also ich argumentiere umgekehrt. Die Banken haben wohlwissend, was Griechenland für ein Wackelkandidat ist, seit Jahren gute Geschäfte mit diesen Papieren gemacht. Und darüber hinaus Dividenden dafür bekommen, die weit über Marktniveau sind. Sie haben die entsprechenden Rückstellungen, so hoffe ich, getroffen. Ich glaube nicht, dass dies zu einer Reaktion führen wird bei den betroffenen Banken, die vergleichbar sein wird wie bei dem Lehman-Debakel. Warum nicht? Weil es sich hier über überschaubare Risiken handelt. Bitte bedenken Sie auch, dass bei den bekannten Staatsbankrotten es nie zu Totalausfällen gekommen ist, also bei Russland oder Argentinien in den letzten 10 Jahren, sondern immer nur zu einem Teilverlust. Der ist tragbar. Vor allen Dingen führt das zu einer Situation, wo wir das machen, was man in der Bundeswehr Klarstand nennt. Nämlich eine klare Situation, eine Lage bekommen und quantifizieren können, wie viel die einzelnen Parteien verlieren werden. Und das können wir momentan nicht, sondern man kann nur Geld geben, stecken in einen griechischen Gulli und weiß, dass es verfällt, ohne überhaupt eine Einsicht politischer Art zu bekommen in der Bevölkerung oder in der Regierung. Der Europäischen Gemeinschaft und auch dem IWF fehlen heutzutage Transmissionsriemen, politische Transmissionsriemen, die ein wie immer geartetes Sanierungsprogramm in Griechenland implementieren können. Die Spitze des Skandals ist die Äußerung von Herrn Strauss-Kahn, dass er überhaupt noch nicht weiß, wie ein solches Programm aussehen soll. Gleichzeitig aber auch die deutsche Regierung als den wesentlichen Geldgeber dazu überreden möchte, man muss wirklich von überreden sprechen, die deutschen Anteile drastisch zu erhöhen. Herr Kerber, Ihnen ganz herzlichen Dank für diese klaren Einschätzungen.